Endlich wir war diese Serie so beendet. Richtig ist eine große 3 Punkte für uns, so wichtige für die Bundesliga. Aber so nach der 34 Jahre habe ich dazu gesagt, und ich meine letzte Auswahlspiel in Bundesliga mit einem Sieg, das ist so freue mich. Aber trotzdem, wir müssen einfach weiter mit dieser Mentalität und versuchen immer einen Step nach vorne zu bringen. Genau, das wird auch wichtig sein jetzt am kommenden Dienstag. Da geht es schon weiter, die nächste englische Woche. Es geht gegen Bayer Leverkusen auswärts im DFB-Pokal. Auch ein schweres Auswärtsspiel, aber wir wollen natürlich die nächste Runde erreichen in diesem DFB-Pokal. Mit welchem Gefühl gehst du in dieses Spiel und wie können wir die Werkself knacken? Ihr habt das ja in der Bundesliga zuletzt schon gut gemacht. Sie, ja, wir wissen, in Bundesliga ja, gut gemacht, aber im Pokal ist es immer anders und in Leverkusen auch. Für uns ist es immer schwer zu spielen. Aber wir müssen positiv sein. Wir müssen weiter wie letzte Spiele in Mainz und in Leverkusen. Einfach so, wie eine Mannschaft, wie eine Familie im Platz und alles gegeben. Ich denke, wir arbeiten alle zusammen, wir sind eine starke Mannschaft, sehr unangenehm für alles. Und so, wir wissen, welche Stärke wir haben und unsere Qualität vertrauen. David, es kommen große Emotionen auf uns alle zu, auf dich persönlich, auf alle Eintracht-Fans, auf uns als Mitarbeiter, als Kollegen. Du gehst in deine letzte Woche als Adlerträger, bevor du zurückgehst nach Argentinien. Ja, ich glaube, das wird sehr emotional, diese letzte Woche für dich. 2 Spiele sind es noch, eben gegen Leverkusen und dann gegen Schalke, dein Abschiedsspiel. Welche Gefühle, kommen da in dir hoch und wie gehst du in diese letzte Woche bei Eintracht Frankfurt? Ja, diese Woche ist emotional, weil es war meine letzte Auswärtsspiel in der Bundesliga, jetzt meine letzte Pokalspiel und danach in Schalke ist das letzte Spiel in der Bundesliga für mich nach Karriereende. Und ich denke, ich glaube noch nicht, ich bin Karriereende nach Schalke, aber das ist das Gefühl von mir. Ich wollte alles gegeben bis Ende und danach kann denken, was machen danach. Dieses Gefühl, ich habe mit dem Verein, mit meinen Kollegen hier in der Kabine, ist nicht Karriereende. So, ich bin nicht mehr da und genießen. Und ich wollte auch gewinnen bis letzte mein Spiel. Möchte auch für Eintracht Frankfurt Pokal weiter. Gegen Schalke auch noch 3 Punkte geholt und lassen Eintracht Frankfurt, wie hoch ich kann, wie hoch ist möglich. Und deswegen muss alles gegeben und danach okay, kann denken, überlegen, was ist okay. Das war mein letztes Spiel, aber zuerst alles gegeben und danach kann ich genießen mein Leben. Ja, wir genießen es mit ihm, er genießt es auch noch richtiger. Man merkt es ihm an. Wir freuen uns alle sehr, sehr für ihn, dass, wenn die Woche vorbei ist, wenn er endlich nach Hause kann zu seinem Sohn. Wir haben immer mitgelitten, wenn Alfonso mal ein paar Wochen nicht hier war. Und deswegen tut uns das richtig weh, aber eigentlich freuen wir uns für ihn, dass er endlich Zeit mit seinem Sohn verbringen kann. Ja, das ist natürlich immer Gesprächsthema Nummer 1, wenn man nach Mainz fährt, die Serie von sieglosen Spielen dort. Endlich haben wir es geschafft, die Wende ist da und ausschlaggebend war, dass wir einfach gut in Form sind, dass wir das auch gestern wieder gezeigt haben, eine reife Leistung und ja, wir sind überglücklich. Ja, ich habe gesehen, dass Philipp schießt, wollte natürlich nachgehen. Ich hätte den Ball eh nicht erwischt, weil ich ein bisschen zu spät geschalten habe. Aber warum er mich da so festhält, verstehe ich nicht, aber gut für uns. Ja, in Leverkusen ist natürlich wieder was anders. Pokal ist sowieso immer was anders. Wir haben es schon mal geschlagen, das gibt uns noch mehr Mut. Wir können auch einiges mitnehmen aus dem Spiel. Wenn wir so auftreten, dann können wir es auch auswärts bezwingen. Und genau das muss das Ziel sein.
Frankfurt, wir sind Pokalmannschaft. Und das haben wir auch schon gezeigt. Und deswegen wollen wir auch Leverkusen es richtig, richtig schwer machen gegen uns.